Das ist echt so, ich sehe das auch so. Ich freue mich einfach, wenn ich jemand geantwortet habe und am Abend sehe, dass der halt überhaupt mit dem Projekt befasst hat und gespendet hat. Weil voll gut. Gestern hat mich einer im Fitness angesprochen, der hat gesagt, boah, ja, geil, ich habe das so ausgecheckt. Finde ich voll geil, eure Aktion. Wie wäre es denn, so ein persönlicher Song, das wäre schon was. Ich meine, es läuft halt 75 Tage, wenn ich jetzt Supporter wäre, dann bin ich ja selber auch nicht daran interessiert, das so schnell wie möglich zu machen, sondern halt am besten in der Zeit. Ja, aber was halt wichtig ist, dass wir die Leute, dass wir nicht uns dann nur darauf verlassen, sondern dass wir die Leute, die am Ende die Masse halt ausmachen, und das sind halt die, die einfach nur das für 10 Euro kaufen oder für 5 Euro. Ja. Es gibt so viele Leute, die sich am Schluss unsere Platte sowieso kaufen würden und die wir aber halt jetzt dazu bringen müssen, dass die halt einen Zehner zumindest. Ja, ich gehe jetzt noch viel mehr in die direkte Ansprache. Wir beantworten da auch die ganze Fanpost da und dann. Oder halt jeden direkt anschreiben, weil ich glaube, das bringt am meisten. Weiterhin wichtig ist, dass wir echt unsere Freunde halt einfach akquirieren und echt sagen, Leute, meldet euch da an. Und zeigt genauso, wie du das gemacht hast, irgendwie kommunizieren, dass wir halt das Geld am Ende nur kriegen, wenn wir es halt wirklich erreichen. Wenn wir 54.000 erreichen, dann kriegen wir halt nichts. Ich glaube, noch viel wichtiger ist, ihnen zu kommunizieren, dass es das Album halt nur gibt, wenn wir die Summe erreichen. Ja, stimmt. Also, apropos Arbeiten. Ja, ja, ich sehe das jetzt schon als Arbeit auch eigentlich. Wir könnten auch jetzt schon essen gehen. Und dann wir auch halt einfach, oder? Der Plan spielt schon länger in mir. Sicher. Schau mal schnell, ob man schon die 55.000 erreicht hat. Ja, haben wir die 55 schon. Warte. Killer Pilz. Ein Fan mehr! Ja! Geil, ein potenzieller Spender. Vielleicht ja ein Großspender. Oder ein Samenspender. Ja. In zwei Wochen sind wir schon im Studio, das wird alles so. Ich dachte auch gestern, Alter, wir haben wir sind ja, weil wir ja auch unter anderem in zwei Wochen ins Studio gehen, dachten wir sich selber so, oh krass, ich hab nochmal geschaut, ob es wirklich nur zwei Wochen sind, aber ja. Wenig. Ja, wem kann die Kindheit mal bitte? Das ist. Ja, ihr müsst auch ein bisschen mitmachen, Alter, ich bin jetzt hier nicht der Pizza. Ja, klappst du. Sag mal, die ist mit. Ja, lass uns mal denken. Was spielst du in der Strophe? Orientier dich mal. Vielleicht kann man irgendwie so eine. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, von vorne den zu spielen und dann den Refrain zu probieren, wie es überhaupt mal wirkt. Okay.